Aus 6 macht 2. So könnte die Zweijahresbilanz für das rot-grüne Parteienbündnis am Ende diesen Jahres lauten. Damals, Anfang 2016, gab es nämlich noch 6 Landesregierungen, die von SPD und Grünen zusammengebildet worden sind. Davon war eine dieser Regierungen von den Grünen geführt, nämlich jene in Baden-Württemberg. Aber es gibt jetzt einige dieser rot-grünen Bündnisse nicht mehr. In Rheinland-Pfalz ist aus Rot-Grün eine Ampelkoalition geworden. In Baden-Württemberg reichte es für Grün-Rot nicht mehr für eine absolute Mehrheit und so regieren die Grünen zusammen mit der CDU. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir dieses Jahr schon die Abwahl von Rot-Grün erlebt und wir haben ein ganz anderes Parteienbündnis an der Spitze, nämlich Schwarz-Gelb. Und in Niedersachsen gab es in den letzten Tagen auch eine spannende Entwicklung. Nach dem Übertritt von Elke Twesten von den Grünen zur CDU ist es nun also so, dass Rot-Grün keine absolute Mehrheit mehr hat. Es wird Neuwahlen gehen am 15. Oktober und auch wenn es nicht ganz neue Umfragen gibt aus Niedersachsen, so scheint doch klar, dass es für Rot-Grün nicht langen wird, um nach der Wahl ein Bündnis mit einer absoluten Mehrheit anführen zu können. Das heißt, am Ende dieses Jahres dürften nur noch in Bremen und in Hamburg rot-grüne Bündnisse die absolute Mehrheit und die Landesregierung bilden. Damit wollen wir mal wieder einen Blick auf die aktuellen Bundeswerte werfen, also auf die aktuellen Umfragewerte zur Bundestagswahl 2017. Und der Stand der Dinge für dieses Video umfasst alle Umfragen bis zur Forsa-Umfrage vom 9. August 2017. Und da schauen wir zunächst einmal auf die Entwicklung der Schnittwerte. Wie gewohnt also zunächst ein Blick darauf. Und da sehen wir, bei der Union geht es nach unten, bei der SPD geht es auch nach unten. Und bei 3 der 4 kleinen Parteien geht es nach oben. Zu diesen kleineren Parteien gleich mehr. Schauen wir uns zunächst einmal die Union an. Die hat nämlich einen ganzen Prozentpunkt verloren. Von 39,0% geht es auf 38,0% zurück. Das sind zwar schon etwas größere Verluste innerhalb von 2 Wochen, aber sie sind nicht so gravierend für die Union selbst. Sie ist immer noch ganz klar vorne. Sie ist vom Niveau her immer noch ganz gut positioniert mit 38,0%. Da ist also der Blick eher zur 40%-Marke gerichtet als nach unten. Und natürlich der Vorsprung zur SPD ist immer noch immens. Und die SPD ihrerseits, die kommt da aus ihren 24% im Schnitt etwa nicht mehr weg. Zumindest seit einiger Zeit. 24,1 waren es beim letzten Video und jetzt sind es sogar 0,4% weniger. Es sind nur noch 23,7% und die SPD ist jetzt auch wieder ein bisschen zurück unterhalb des Wertes der Wahl von vor 4 Jahren. Da waren es ja immerhin über 25%, die die SPD erreicht hat. Da muss also die SPD noch einiges tun, um das Niveau von 2013 zumindest erreichen zu können. Blicken wir jetzt auf die kleineren Parteien und dazu zoomen wir wie gewohnt auch diesen Bereich heraus, denn da geht es relativ eng zu. Zwischen der Linken auf Rang 3 und den Grünen auf Rang 6 liegen ja gerade einmal 2,0%. Wir sehen, die Linke hat in den letzten Tagen klar zugelegt und hat insgesamt auch 0,5% dazu gewonnen seit dem letzten Video. Wir sehen also, gerade in, sagen wir mal, der letzten Woche ging es dann doch deutlich nach oben und es gab jetzt auch wieder ein paar Umfragen mit über 10% oder mindestens 10%, das sehen wir gleich noch. Und damit verteidigt die Linke auch diesen dritten Rang. Dahinter ist es jetzt ein sehr enges Rennen geworden um diesen vierten Rang, um den es hier geht. Die FDP hat jetzt wieder etwas verloren nach der jüngsten Umfrage von Forsa und kommt nur noch auf 8,4%. Allerdings ist das der gleiche Wert wie beim letzten Video, das heißt also das Niveau konnte gehalten werden. Allerdings hat die AfD in den letzten 2 Wochen profitiert und wieder stärkere Werte eingefahren und deswegen ist dieses Rennen um Platz 4 sehr, sehr eng gerade. Die AfD war sogar zwischenzeitlich mal auf diesem vierten Rang, hat ihn dann wieder hergegeben und liegt jetzt 0,1% hinter der FDP und kommt auf 8,3% im Schnitt und das sind 0,5% mehr als beim letzten Video. Die Grünen, die halten im Grunde ihr Niveau, da hat sich nicht so viel getan. 7,4% waren es beim letzten Video, 7,5% sind es bei diesem Video. Das heißt, da hat sich nur ganz minimal etwas getan, um 0,1% ist es nach oben gegangen. Hier seht ihr die Umfragen seit dem letzten Video, das sind dieses Mal in Anführungszeichen nur 11 Stück. Das waren auch schon mal ein paar mehr, 12 bis 14 waren es manchmal, jetzt waren es nur 11. Und hier seht ihr also die Werte, die hier für die Berechnung eingegangen sind. Und da seht ihr bei der Linkspartei auch ganz gut diese 2 jüngsten
Umfragen mit mindestens 10 Prozentpunkten. Also für die Linke ging es da ein Stück nach oben. Ansonsten seht ihr eigentlich, dass bei den sogenannten kleineren Parteien eigentlich die sich nicht so viel getan hat. Die AfD liegt so solide im Grunde zwischen 8 und 9 Prozent. Es gibt auch hier diese eine Umfrage von INSA mit 9,5 Prozent. Aber 8 und 9 Prozent, das ist eigentlich so der Bereich der AfD momentan. Bei der FDP waren das auch fast durchgängig mindestens 8 Prozent, bis auf die jüngste Umfrage von Forsa. Und da lag die FDP auf dem 6. Rang. Also das ist zumindest noch hervorzuheben. Ansonsten lag die FDP immer besser bei den Werten. Und die Grünen haben sich insgesamt so auf 7 bis 8 Prozent gehalten. Nur bei INSA gab es jüngst nur 6,5 Prozent. Und ansonsten bei der SPD sieht man 22, 23 Prozent sind häufig da. 24, 25 manchmal, also da ist eine gewisse Spannbreite vorhanden und bei der Union ist das genauso, da gibt es auch noch die 40% von so manchen Meinungsforschungsinstitut. Ihr könnt gerne auch das Video hier pausieren und euch das nochmal im Detail anschauen. Wir machen mal weiter und wir schauen dieses Mal als kleines Special auf die Prognosewerte für einige Bevölkerungsgruppen. Und da geht mein Dank, wie auch bei den letzten Videos, an Philipp Wolf, der die Werte ausgerechnet hat. Es gibt nämlich eine noch recht neue Studie. Da wird auch angegeben, wie viel Prozent der Bevölkerung zum Beispiel zu den Arbeitern, zu den Angestellten und so weiter gezählt wird. Und dann kann man daraus also letztendlich diese Werte, die wir hier sehen, berechnen. Und hier seht ihr also 5 verschiedene Bevölkerungsgruppen: Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbstständige und Rentner. Und diese machen zusammen 85% der Bevölkerung aus. Also das ist schon ein sehr großer Teil der Bevölkerung, der hier abgebildet wird mit Prozentwerten. Wenn wir bei den einzelnen Parteien einmal schauen, dann sehen wir, bei den Linken ist der Wert bei den Arbeitern am größten. Das ist, denke ich, auch zu erwarten, wenn wir diese 5 Bevölkerungsgruppen hier sehen. Wir sehen aber auch, bei den Angestellten und den Rentnern ist der Wert eigentlich ganz solide. Allerdings bei den Beamten und bei den Selbstständigen, da ist es für die Linkspartei, aber das ist auch traditionell gerade bei den Selbstständigen so, da ist es eben nicht so einfach. Bei der SPD sehen wir, dass es gerade bei den Selbstständigen hapert. Da sind es gerade einmal nur 15,0%, die momentan die SPD wählen würden. Dagegen sehen wir bei den Rentnern einen relativ starken Wert, nämlich 7,8%. Aber das muss man einfach sagen, bei den Rentnern ist das Wahlverhalten auch deutlich anders als bei anderen Bevölkerungsgruppen, denn Rentner wählen gerade verstärkt Union und SPD. Und das sieht man auch, wenn man die Werte von Union und SPD hier einmal zusammen addiert, dann kommt man auf über 66,6%, also über 2/3 der Rentner, die wählen entweder Union oder SPD. Bei den Grünen sehen wir, sind die stärksten Gruppen die Beamten und die Angestellten und dagegen ist man bei den Arbeitern und bei den Rentnern sehr schwach. Und das ist eigentlich typisch für die Grünen, dass man bei den Rentnern einen sehr schwachen Wert hat. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass die Grünen sehr oft, wenn man sich mal die Bevölkerungsstruktur anschaut und die Werte anschaut, dass die dann also sehr oft ein noch besseres Ergebnis einfach verfehlen, weil die Rentner nicht so grün mit den Grünen sind. Bei der FDP sehen wir eigentlich nichts Überraschendes. Die Selbstständigen, das ist die stärkste Gruppe mit 11,6%. Bei der Union ist es eigentlich auch wenig überraschend, dass die Rentner sehr stark die Union wählen mit 40,8% und auch sehr stark wird die Union von Beamten und Selbstständigen gewählt, da sogar noch etwas mehr als bei den Rentnern. Und bei der AfD ist die Gruppe der Arbeiter diejenige mit dem stärksten Wert, 16,0%, gefolgt von den Selbstständigen mit 11,0%. Da sieht man also, bei jeder Partei gibt es also klassische Stärken und dann gibt es auch klassische Schwachpunkte. So viel mal also zu den Bevölkerungsgruppen und jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich für Koalitionen zurzeit möglich sind. Da hat sich seit dem letzten Video erneut nichts getan, nur die Stärke der Koalition hat sich geändert. SPD und Union, die große Koalition, hat weiterhin eine saftige und satte Mehrheit und kommt auf 61,7% zurzeit. Und die Alternative ist die Jamaika-Koalition mit 53,9%. Auch diese hat im Grunde eine relativ solide Mehrheit. Also beide Koalitionen sind denkbar und möglich und die Union hat da möglicherweise nach der Wahl die Wahl, welche Koalition sie denn eingehen möchte.
die Fortsetzung der Großen Koalition oder ein Dreierbündnis zusammen mit den Grünen und der FDP. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie können eigentlich Grüne und FDP zusammen miteinander arbeiten und will die FDP nach dem erneuten Einzug in den Bundestag wirklich in ein Dreierbündnis gehen? Ansonsten sehen wir aber auch, dass Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün im Bereich sind, wo man auch mal immer wieder ein Auge drauf werfen sollte, ob es nicht für eine Mehrheit reichen wird. Und ich werde euch gleich noch zeigen, es gab auch eine Umfrage, nämlich die neueste von Forsa, da hatte Schwarz-Grün tatsächlich auch eine Mehrheit gehabt. Also abschreiben sollte man Schwarz-Grün nicht und Schwarz-Gelb, da ja auch der Schnittwert zusammen höher ist, sollte man also auch nicht abschreiben. Jetzt schauen wir mal auf die Sitzverteilung. Da sehen wir, die Linke kommt auf 66 Sitze, die SPD auf 166, die Grünen auf 52, die FDP auf 59, die Union kommt auf 266 Sitze und die AfD auf 58. Das macht zurzeit 667 Sitze. Das sind deutlich mehr, als es momentan Sitze im Bundestag gibt. Und das sind ja auch deutlich mehr als die geplanten 598, die es ja im Grunde erst einmal von Grund auf gibt. Also da gäbe es viele Überhang- und Ausgleichsmandate. Wenn wir uns da die Sitzzahlen für die Koalition anschauen, dann kann man vielleicht noch ein bisschen genauer oder ein bisschen besser erkennen, wie nah gewisse Koalitionen an einer Mehrheit dran sind. 432 Sitze gibt es für die Große Koalition, 377 für die Jamaika-Koalition und um eine eigene Mehrheit zu haben, braucht man 334. Und da sieht man, dass Schwarz-Gelb gerade einmal 9 Sitze davon entfernt ist und Schwarz-Grün ist da noch ein größeres Stück von entfernt. Hier seht ihr jetzt nochmal die Umfragewerte von den letzten 2 Wochen und da hatte ich ja eben gesagt, bei Forsa, da gab es für Union und Grüne zusammen tatsächlich eine absolute Mehrheit, nämlich 48% der Stimmen, die auf beide entfallen sind und damit hätte Schwarz-Grün eine kleine, schwache, aber doch vorhandene absolute Mehrheit nach diesem Ergebnis von Forsa. Und deswegen sollte man also Schwarz-Grün nicht außer Acht lassen. Möglicherweise, gerade wenn die Grünen sich noch etwas stabilisieren sollten, könnte es also für Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl reichen. Und dann hätte die Union sogar ein alternatives Zweierbündnis in der Hinterhand. Also entweder die Große Koalition oder Schwarz-Grün. Aber momentan ist es so, dass der generelle Trend eher nicht für Schwarz-Grün spricht. Denn die meisten Umfragen sehen also beide zusammen nicht stark genug. Und vor allen Dingen ist Schwarz-Gelb in der Regel stärker. Also das wäre dann auch noch eine weitere Möglichkeit, die eventuell die Union nach der Wahl haben wird. Hier sehen wir die Entwicklung der Werte für die einzelnen oder für ausgewählte Koalitionsmöglichkeiten. Da sehen wir seit dem letzten Video, da hat die Große Koalition 1,5 Prozentpunkte verloren, aber mit 61,7% ist man ja immer noch satt im Plus. Ansonsten hat sich bei den meisten Koalitionsmöglichkeiten nicht allzu viel getan. Also Schwarz-Gelb hat 1 Prozentpunkt verloren. Klar, das ist schon ein empfindlicher Rückgang, weil es da wirklich nah ist an einer absoluten Mehrheit. Und jetzt hat man sich doch ein bisschen wieder davon entfernt. Die Grüne und die Union haben auch zusammen verloren. Also im Grunde hat auch Schwarz-Gelb seit dem letzten Video nachgelassen. Aber beide Koalitionen, das habe ich jetzt oft genug gesagt, sind aber noch nah dran an dieser Schwelle zur absoluten Mehrheit. Also da sollte man beide Koalitionen nicht abschreiben. Das soll es mal zu diesem Video gewesen sein. Den nächsten Stand der Dinge gibt es, wenn nichts schief geht, in genau 2 Wochen, also am 27. August 2017. Und das soll es also für dieses Video gewesen sein.